Ja, vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin froh, heute hier sein zu dürfen, auch wenn das ein wirklich komplexes Gebiet ist, wie Herr Professor Meixensperger gerade schon gesagt hat. Er hat schon gesagt, ich habe mehrere Hüte auf, nämlich einen universitären und eben auch den bei Fraunhofer. Und da Fraunhofer nicht jeder so kennt, habe ich gedacht, dass ich in den ersten paar Folien Ihnen so ein bisschen auch was über Fraunhofer und über Netzwerke mit den Universitäten sage. Die Fraunhofer Gesellschaft ist Europas größte Organisation für angewandte Forschung, hat 72 Institute mit insgesamt 26.000 Mitarbeitern. Und davon allerdings nur 6 Life Science, die sich mit Medizin beschäftigen. Das Gute aber daran ist, dass alles andere ingenieurtechnische und mathematische Institute sind, was natürlich hilft, auch die Medizin in zum Beispiel CT, MRT oder auch in neuen Anwendungen für die Medizin, was die technische Seite anbelangt, voranzubringen. Und das gibt natürlich dadurch auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Und so sehen Sie auch, dass inzwischen schon 45 von diesen 72 Instituten, das ist also deutlich mehr als die Hälfte, sich mit Gesundheitsforschung und mit Medizin punktuell beschäftigt. Und Fraunhofer hat sich deswegen auch die 3 wichtigen Topics, Diagnostik, Devices, Drugs und Data, auf die Fahne geschrieben. Und selber dieses Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie hier in Leipzig, Hauptstandort ist Leipzig. Mein Institut hat insgesamt über 600 Mitarbeiter, davon aber die meisten in Leipzig, nämlich über 400. Wir haben aber eben auch noch Außenstellen in Potsdam-Golm, in Halle, in Rostock, neu auch in Hannover und ein paar ausländische Gruppen. Schwerpunkt ist die Immunonkologie. Sie sehen aber auch hier, wir beschäftigen uns auch mit Infektion, mit Onkologie, mit Neuropathologie und mit anderen Gebieten der Medizin. Und wir versuchen im Institut auf der einen Seite, sehen Sie auf der rechten Seite, da komme ich noch später drauf, wirklich unter Reinraumbedingungen ganz viele Zelltherapien umzusetzen. Wir machen aber auch dort Kongresse und versuchen Interaktion zwischen Forschern aus der Grundlagenforschung und aus der Medizin voranzutreiben und beteiligen uns auch aktiv an Schüler-Life-Science-Tagen und Girls' Day und Ähnlichem, um eben auch junge Menschen rechtzeitig an die medizinische Forschung zu führen. Und Hauptaufgabe ist wirklich, diese ganze Translationskette abzubilden, nämlich von der präklinischen Entwicklung, was man im Labormaßstab macht, über dann das Ganze in einen größeren Maßstab zu bringen, bis dann zur Herstellung. Und dann kommen die ganzen wichtigen universitären Partner dazu, um eben in klinischen Studien möglicherweise und hoffentlich auch immer halbwegs erfolgreich die Medizin voranzubringen. Und da ist unser wichtigster Partner eben das Universitäre Krebszentrum hier, des Universitätsklinikums in Leipzig. Und das ist auch so eine fast einmalige Konstellation, dass hier das Krebszentrum wirklich ein Dach hat über alle Krebsdisziplinen und sowohl die Blutkrebserkrankungen als auch die Tumorerkrankungen, also Begriff Hämatologie und Onkologie, mit einer Doppelspitze besetzt ist und man damit gemeinsam dann gute Dinge für die Patienten umsetzen kann. Und wir haben in diesem Sinn auch so ein größeres Netzwerk eben für Zell- und Gentherapie gebildet, wo wir einmal auf der Fraunhofer-Seite, wo wir die zentralen Reinräume insgesamt 21 haben, wo wir auch mit vielen Industriepartnern solche Zelltherapeutika umsetzen. Aber wir haben auch auf beiden universitären Seiten, nämlich sowohl an der Medizinischen Hochschule Hannover als auch am Universitätsklinikum in Leipzig, kleine dezentrale Einheiten, wo wir für frühe klinische Studien solche Zelltherapien machen können. Wir haben für ganz Sachsen dazu ein Cluster gebildet und haben, da sehen Sie, die will ich gar nicht alle einzeln auflisten, mit sehr, sehr vielen Standorten in Deutschland ein Netzwerk gebildet, um auch so eine Harmonisierung für diese Zelltherapeutika zu erreichen. Und hatte ich schon erwähnt, insgesamt die 72 Fraunhofer-Institute bringen sich deutlich auch mit hier in die Gesundheitsmedizin ein.
Und so kommt es dann auch, da will ich Sie gar nicht mit Einzelheiten beschäftigen, aber Sie sehen, dass von dieser Entwicklung, bis man über klinische Studien so etwas in die Routineanwendung an den Patienten bringt, das ist etliches, was eben schon in der Routineanwendung ist, aber andere, muss man auch realistisch sehen, viele Dinge, die noch in der Forschung sich befinden. Trotzdem machen wir insgesamt sowas wie über 350 von solchen zellulären Produkten pro Jahr, was europaweit das größte universitäre und außeruniversitäre Institut für so etwas ist. Und solche Kombinationen machen wir nicht nur mit Fraunhofer allein, sondern wir haben hier andere schöne Landschaften in Deutschland, die Helmholtz-Gesellschaft zum Beispiel. Und das ist eine neue Initiative, nennt sich Proof-of-Concept-Plattform, wo ganz intensiv Fraunhofer, Helmholtz und jeweils ein universitärer Partner zusammenarbeiten. Und wir selber haben am Fraunhofer ITZI hier in Leipzig zwei große von diesen Cluster-Anträgen durchgekriegt. Der eine beschäftigt sich dick mit Krebs und der andere mit der Hepatitis. Da geht es um eine Impfung, um eine Vakzinierung. Regulatorisch muss man auch mal wenigstens sich mit einer Folie mit beschäftigen. Wie ist das mit diesen, in Neudeutsch heißen diese Zelltherapeutika Arzneimittel für neuartige Therapien. Im Englischen spricht man von Advanced Therapy Medicinal Products oder auch abgekürzt einfach ATMPs. Und vom Gesetzgeber definiert geht es um substanziell manipulierte Zellen. Die können einfach nur expandiert, aktiviert, dann redet man von somatischen Therapien, oder sie können im Genom verändert sein, dass sie besonders gute Krebswaffen werden, dann redet man von Gentherapeutika, oder man kann auch biologisch, technologisch bearbeitete Gewebeprodukte einsetzen, oder man kann eine Kombination dieser verschiedenen substanziell manipulierten Zellen einsetzen. Und da ist sowohl vom regulatorischen und von der Zulassung einmal die für die Herstellungserlaubnis, dass man sowas überhaupt machen darf, die lokale Behörde der jeweiligen Bundesländer immer zuständig. Im nächsten Schritt übergeordnet, nationales Recht ist das Paul-Ehrlich-Institut. Das ist unsere Oberbehörde, die das auch alles kontrolliert, damit da kein Schindluder läuft. Und dann ist es auf europäischem Level die EMA, die European Medicines Agency, noch gerade London, muss man bald ändern, die Folie, und da auch übergeordnet aus den verschiedenen Ländern ein Expertengremium, das das Ganze überwacht. Und damit Sie jetzt so ein bisschen begreifen, wo kommen diese Ideen für diese zellulären Therapien bei Krebs überhaupt her, dann muss man erstmal gucken, wie ist das in der klassischen Krebstherapie. Das wissen viele von Ihnen. Die klassische Krebstherapie besteht aus drei Säulen. Das ist nämlich einmal die Strahlentherapie, die Operation und die Chemotherapie mit oder ohne einer Stammzelltransplantation. Und da kommt jetzt als neue Säule die sogenannte Immunonkologie, die Zell- und Gentherapie dazu. Und das will ich Ihnen jetzt in den nächsten Folien ein bisschen näher bringen, was das eigentlich ist. Wenn Sie zwischendrin dazu Fragen haben, können Sie mich gerne jederzeit unterbrechen und dann versuche ich auch Antwort zu geben. So ganz neu ist das nicht. Ein ganz berühmter Mensch, der Paul Ehrlich, den kennt fast jeder, der hat schon ganz früh gesagt, Tumoren kämen viel häufiger vor, wenn sie nicht durchs Immunsystem unterdrückt würden. Und das genau ist der Hintergrund von dieser Immunonkologie. Man muss sich das so vorstellen, jeder hat solche Zellen, die in der Lage sind, im Körper herumzulaufen und Krebszellen zu erkennen. Das Immunsystem besteht aus spezialisierten Zellen, die uns vor Krankheiten schützen. Das sind, indem sie Bakterien, Viren und eben Krebszellen erkennen und im Idealfall auch abtöten. Leider nicht ganz so simpel. Das zeigt Ihnen das nächste Bild. Krebszellen bilden nämlich Moleküle, die normalerweise nicht im Körper vorkommen und daher vom Immunsystem als fremd erkannt und angegriffen werden können. Sie können sich
aber damit auch maskieren. Sie können sich vor dem Angriff schützen. Und das sieht man nämlich hier im nächsten Bild. Sie sehen auf der einen Seite, dass also das Immunsystem wirklich dafür da ist, Krebszellen zu zerstören. Auf der anderen Seite kann der Tumor aber auch schaffen, sich der Kontrolle von diesen Immunzellen zu entkommen, und dann wächst und wächst und wächst er. Und dann haben wir eben nicht das Schöne wie auf der linken Seite, dass die Immunzellen im Körper diese Krebszellen einfach vernichten. Das hat man halt erkannt, und deswegen gibt es seit vielen Jahren immer mehr Forschungsaktivität zu dieser Immunonkologie. Und wie wichtig das ist, sieht man auf ganz vielen Titelseiten von verschiedenen Journals. Ja, Gesundheit und Krebs, verschiedene Zellen, die Krebs angreifen, oder auch maßgeschneiderte Krebstherapie, ganz links auf dem Bild. Und da hat man eigentlich zwei große wichtige Wege eingeschlagen, nämlich einmal, dass man Immunzellen medikamentös im Körper aktivieren kann. Dafür gab es letztes Jahr den Nobelpreis. Man nennt diese Medikamente Immun-Checkpoint-Inhibitoren, oder man kann die Zellen aus dem Körper herausnehmen und sie spezifisch gegen Krebszellen umprogrammieren. Gucken wir uns erstmal das eine an mit diesen Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Man muss sich das so vorstellen, auf der linken Seite sehen Sie wieder, über bestimmte Möglichkeiten kann der Tumor dafür sorgen, wenn so eine Immunzelle kommt, die wird einfach abgeschaltet, die kann einfach nichts machen. Wenn man aber dann im nächsten Bild sieht, wenn man ein Immun-Checkpoint-Inhibitor dagegen einsetzt, dann sehen Sie, dass eine dieser Brücken da verhindert ist, und dann kann diese Immunzelle wieder aktiv werden und die Krebszelle zerstören. Und so stellt man sich das auch richtig bildlich vor. Diese Immun-Checkpoint-Inhibitoren reißen dem Tumor wirklich die Maske hinunter, dass die Immunzellen wieder in der Lage sind, den Tumor oder die Krebszelle zu erkennen und diese zu zerstören. Das klingt jetzt so gut, klappt auch bei einigen der Krebserkrankungen, auch bei einigen der Tumore, leider aber längst nicht bei allen. Und deswegen geht man auch diesen anderen Weg, diese zellulären Immuntherapien. Das ist hier mal ganz einfach dargestellt, wie man sich das vorstellen muss. Entweder vom Patienten selber entnimmt man bestimmte Zellen, die Sie da oben sehen, oder ein netter Spender spendet diese Zellen. Dann kann man die verändern oder aktivieren, und dann kriegt der Patient diese Zellen als Krebswaffe zurück. Im Prinzip kann man das mit ganz verschiedenen Zellen machen. Sie sehen hier mal die bunte Vielfalt an verschiedenen Zellen, die wir so im Körper haben. Man spricht auf der einen Seite vom angeborenen, auf der anderen Seite vom erworbenen Immunsystem. Und wie gut die zusammenspielen, das habe ich Ihnen auch mal mitgebracht. Jetzt nicht bei einer Tumorerkrankung, weil das ist viel zu komplex, aber zum Beispiel bei einem Virusinfekt. Ja, Sie alle werden jetzt angehustet in der Straßenbahn, und am nächsten Tag kratzt der Hals. Und das ist das, was in Grau dargestellt ist. Die Viren, die kommen und vermehren sich und vermehren sich und vermehren sich. Also diese graue Fläche. Erstmal vermehren die sich. Und dann kommen diese ersten Zellen in Grau und in Blau. Und die sorgen wirklich dafür, das ist die frühe Immunantwort, dass man nicht diese Viren, dass die sich dauernd weiter bei ihnen vermehren. Und sie merken dann auch so nach ein paar Tagen, naja, es geht mir jetzt besser. Und dann ist nämlich bei den Viren so ein Plateau erreicht. Aber das reicht noch nicht aus, damit sie wirklich gesund werden. Es müssen nämlich dann die erworbenen, vom erworbenen Immunsystem, die anderen Zellen kommen, denn die sind wirklich in der Lage, dann die Viren im Körper komplett zu vernichten. Und dann sind sie gesund. Dann sind sie nach 14 Tagen, ist die Infektion überwunden. So simpel ist es natürlich bei Tumoren und bei Leukämien nicht, aber vom Immunsystem, wie es vorgeht, ist es sehr, sehr ähnlich. Und deswegen wollte ich Ihnen dieses Beispiel einfach mitbringen. Und so sieht es eben auch nicht nur bei Erregern, sondern auch bei Tumoren aus. Es ist, da gehe ich gar nicht auf die Einzelheiten ein, Sie sehen ein ganz komplexes Orchester, kann man fast sagen, von Zellen,
mit verschiedenen Botenstoffen, die dafür sorgen, dass miteinander reagieren und in der Lage sind, Tumorzellen, die entstehen, zu vernichten. Sieht halt leider bei jemandem, der immungeschwächt ist oder auch verschiedene Infektionen schon hatte und dann Krebsentstehung kommt oder ein Patient nach Organtransplantation oder er hat schon eine Behandlung hinter sich, dann ist das Immunsystem sehr geschwächt und dann schafft es ganz wenig nur noch. Und das ist genau der Punkt, wo die Immunonkologie angreift, ja? Wo eben der Mensch im Mittelpunkt und der Mediziner versucht, mit den verschiedenen Zellen, wo man immer mehr jetzt weiß, diese einzusetzen als Krebswaffe für Patienten. Und ich zeige Ihnen auch nachher einige Beispiele, einige wenige, wo es schon erfolgreich ist, was Hoffnung macht, aber dann auch klar die Grenzen. Und da kommen wir nämlich jetzt hin. Dann mache ich mal weiter, weil ich habe Ihnen auch zwei Beispiele mitgebracht, um Ihnen das nochmal zu verdeutlichen. Das erste Beispiel, was ich Ihnen nennen will, ist die normale Stammzelltransplantation. Das ist gar nicht so was Neues. Das kennen viele seit 20 Jahren. Man muss sich aber mal vergegenwärtigen, dass das die erste erfolgreiche Zelltherapie überhaupt weltweit war und dass da inzwischen über 1 Million durchgeführte Transplantationen und ein sehr großer Teil auch mit Erfolg. Und wie die Stammzelltransplantation als zelluläre Therapie läuft, habe ich Ihnen im nächsten Dia mal mitgebracht. Da steht auch wieder der Spender im Vordergrund. Dem kann man entweder Knochenmark entnehmen, das machen wir hier so im OP. Da ist dann auch immer eine Assistentin dabei, die direkt das Knochenmark filtert, damit da keine Bröckelchen dabei sind und man wirklich die Stammzellen dann gewinnen kann. Und so schwierig das aussieht, für den Spender ist das weniger als 1% seiner Knochenmarkszellen. Der sagt hinterher, er ist glücklich, was Gutes machen zu dürfen, hat aber sowas wie 2-3 Tage ein bisschen so ein grippales Gefühl. Also es ist schon toll, was diese guten Menschen für jemanden ganz Fremden mit einer Krebserkrankung tun. Man kann das auch anders machen. Man kann einem Spender einen sogenannten Wachstumsfaktor spritzen und dann mobilisieren sich die Stammzellen in die periphere Blutbahn und dann kann man über so eine Art Blutwäsche die sogenannten peripheren Stammzellen gewinnen. Sie sehen hier in so einem Beutel ganz unten rote Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten, dann sehen Sie eine weiße Schicht. Das sind die Immunzellen, von denen ich gerade geredet habe. Und unter diesen Immunzellen ist nach so einer Mobilisierung so 0,5-1% Stammzellen unter diesen weißen Zellen. Die sind auch ganz schneeweiß. Und die kann man dann nehmen, wenn der Patient dann behandelt ist und seine Chemotherapie bekommen hat, kriegt er dann von seinem Fremdspender oder auch Familienspender die Stammzellen zurück. Und dann erholt er sich zunehmend das neue Immunsystem. Das zeige ich Ihnen auch nochmal auf dem nächsten Bild. Und die Aufgaben dieser Zellen, das ist auch wichtig dann für die spezifische Therapie, über die ich gleich noch rede, bei dieser Stammzelltransplantation gibt es eigentlich zwei große Aufgaben. Nämlich die eine Aufgabe dieser Stammzellen ist, dass sich das ganze blutbildende System wieder neu entwickelt. Und die andere Aufgabe ist, so wie es hier rechts dargestellt, dass eben die Immunzellen vom Spender und die sich aus den neuen Stammzellen dauernd wieder nachbilden, dass die in der Lage sind, restliche Leukämie- oder Tumorzellen im Patienten zu erkennen und zu vernichten. Und das funktioniert auch. Das funktioniert leider nicht immer, aber das funktioniert in vielen Fällen. Es gibt aber auch Gefahren, es gibt ganz klar Grenzen, das sehen Sie hier auf der linken Seite, deswegen auch diese Waagschale angedeutet. Es ist eben leider auch so, dass diese Immunzellen gesundes Gewebe angreifen, auch Organe, dann kommt es zu schweren Blutungen und so schlimm, wie es hier bei dieser Haut zum Beispiel aussieht, kann es eben auch bei den inneren Organen aussehen. Also ganz ungefährlich ist das nicht, das hat man nur heutzutage durch viele Medikamente ziemlich gut im Griff, dass es keine großen schweren Nebenwirkungen mehr gibt.
Und im Idealfall, wie gesagt, erholt sich nach so einer Stammzelltransplantation dann beim Patienten nach seiner Behandlung dann so ein komplettes neues Immunsystem. Wenn es gut geht, ist es auch so, wie hier erstmal zuerst gezeigt, dass der Patient auf der linken Seite, der am Anfang Leukämiezellen und seine normalen Immunzellen hat und der dann nach so einer schweren Behandlung, nach einer Hochdosis-Chemotherapie fast gar keine oder überhaupt keine Zellen mehr hat. Deswegen muss er da auch sehr geschützt werden vor Infektionen. Und nach der Transplantation erholt sich dann wieder das gute, normale Immunsystem. Leider kann es aber auch passieren, dass er einen Rückfall der Erkrankung kriegt, dass zu einem Zeitpunkt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später, wenn es ganz schlimm ist, schon Monate später, wieder ein Rückfall kommt und wieder diese hässlichen roten Zellen erscheinen. Was macht man dann? Wieder Behandlung, wieder Chemotherapie? Gibt es Erkrankungen, wo es geht? Es gibt aber auch eben Beispiele aus dieser Immunonkologie und die will ich Ihnen jetzt als zweites Beispiel, weil das weltweit auch ziemlich prominent ist, darstellen. Man spricht von der sogenannten CAR-T-Zell-Therapie. CAR klingt so ähnlich wie im Englischen das Auto, hat aber damit überhaupt nichts zu tun. CAR steht nämlich für Chimären-Antigenrezeptor. Was das ist, ist hier rechts angedeutet, zeige ich Ihnen aber auch noch mal im nächsten Bild. Selbe Prinzip, was ich vorhin schon erwähnt habe. Sie haben Ihren Patienten, Sie entnehmen dem Patienten bestimmte Zellen. In dem Fall werden die verändert, ja, mit Vektoren. Und dann kriegt der Patient seine veränderten Zellen als Krebszellen zurück. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie, um was es da wirklich geht. Nämlich die Immunzelle hat durch diese Veränderung auf einmal einen ganz neuen Rezeptor an der Oberfläche. Und der funktioniert jetzt wirklich wie, können Sie sich vorstellen, wie so ein Schlüssel im Schloss. Damit findet die Immunzelle die Krebszelle, dockt direkt an und kann sie dann zerstören. Und das funktioniert tatsächlich, das zeige ich Ihnen auch gleich noch. Das ist nämlich so eine Übersicht, wie bei diesen CAR-T-Zell-Therapien weltweit, man kann fast sagen, ein Boom herrscht. Das ist oben links eine sehr schöne Veröffentlichung vom Paul-Ehrlich-Institut, was mal diese Studien zusammengestellt hat. Und Sie sehen, wie Jahr für Jahr immer mehr Studien da liefen. Und wir sind inzwischen im Moment bei über 500 klinischen Studien weltweit. Und wenn man die, die schon fertig sind, zusammenzählt, dann ist man sogar bei über 1000. Und sehr, sehr, sehr viele Patienten, die da eingeschlossen wurden. Ein bisschen schade ist, dass nur 10% dieser Studien in Europa sind. Und leider muss man halt auch sagen, dass es bisher erst großartige Erfolge bei bestimmten Blutkrebserkrankungen, bei hämatologischen, insbesondere man nennt das CD19-positiven Erkrankungen, das ist eine bestimmte Art von Leukämie und Lymphom. Und das sehen Sie oben rechts nochmal angedeutet, das zeige ich Ihnen auch nochmal im nächsten Bild. Bei diesen 19-positiven Leukämien ist man bei diesen wirklich Hochrisikopatienten, die ein frühes Rezidiv haben, bei immerhin jetzt einer Heilungsrate von 75%. Und das macht Mut, aber ich möchte es auch gleich etwas, oder nicht nur etwas, etwas stark relativieren, weil es gibt bisher noch keine vergleichbaren Ergebnisse bei Tumoren. Auch da laufen weltweite Studien, aber da ist man einfach noch nicht so weit. Und da wäre es auch zu früh, Hoffnung zu schüren, dass es wirklich klappt. Man arbeitet daran, aber das ist nichts, was man schon morgen leider hat. Für Leukämien funktioniert es gut. Und das ist dieses Beispiel nochmal von Emily. Die ganz unten links sehen Sie, wie kaum noch einer an die Heilung bei ihr gedacht hat. Die hat also wirklich so eine Hochrisikoleukämie gehabt. Die Ärzte haben ihr noch ein halbes Jahr gegeben und die postet jedes Jahr im Internet, wie es ihr geht. Und die ist nach wie vor ohne Leukämiezellen.
Und das gilt nicht nur für Emily, sondern das ist das Einzige, was ich Ihnen jetzt als medizinisches, etwas schwer zu verstehendes Bild mitgebracht, aber einfach mal zu zeigen, dass es da schon auch größere Zahlen gibt, die zusammengefasst wurden. Auf der rechten Seite ist die Studie, die die Firma Novartis durchgeführt hat bei der akuten lymphatischen Leukämie. Und da sind auch immerhin 75 Patienten eingeschlossen worden. Und auch da sehen Sie doch ein ziemlich gutes, um die 60-70% Überleben für diese wirklich Hochrisikopatienten. Und auf der linken Seite zusammengefasst, das sind paar Studien zusammengefasst, alle auch mit dieser Erkrankung und in grün dargestellt bei den Patienten, bei denen es wirklich gut geklappt hat. Und das ist auch wieder ungefähr ein Dreiviertel, also ungefähr wieder 75%. Und das macht wirklich Mut zu mehr, und wir alle arbeiten dran, dass man das auch eines Tages bei den Tumoren schafft. Man darf aber auch wieder nicht die Augen davor verschließen, dass es Nebenwirkungen gibt. Und das habe ich Ihnen da mal dargestellt, also wieder diese KT-Zelle in der Mitte, die also ganz aggressiv den Tumor vernichtet, und das schafft sie auch ganz gut. Die hat aber auch noch Interaktionen zu anderen Immunzellen. Und diese Reaktionen sind so heftig, dass einige von diesen vorhin schon erwähnten Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und das führt dazu, dass es sowohl Neurotoxizität gibt, als auch, man nennt das Zytokin-Freisetzungssyndrom, eben weil die miteinander so stark reagieren. Und das macht richtig heftige Reaktionen bei Patienten, die lagen teilweise tagelang dadurch auf der Intensivstation, und zu Beginn gab es da leider auch einige Todesfälle durch diesen Zytokin-Freisetzungssyndrom. Inzwischen hat man sehr, sehr viel gelernt, also über all die letzten Jahre gab es keinen einzigen Todesfall mehr, und inzwischen ist es so, dass alle behandelnden Ärzte auf der Intensivstation und auch auf den Stationen so Medikamente gegen diesen Zytokinsturm liegen haben, und damit kann man das wunderbar wunderbar handeln. Aber ich wollte es Ihnen trotzdem zeigen und erklären, dass es wirklich ein Balanceakt ist. Ja? Man hat immer diese positiven Dinge, die auch Mut machen, die man gerne auch seinen Patienten erzählt, aber man muss auch, finde ich, die Grenzen erwähnen, und man muss auch, es muss einem klar sein, das sind schon sehr komplexe Therapien, die man da durchführt. Und wir selber, das zeige ich Ihnen auch gleich im Film, hier am Fraunhofer ITZI, wir stellen diese KT-Zellen her in der Kooperation mit Novartis, einmal in einem sehr händischen System. Wir haben aber auch mit einer anderen Firma, der Firma Miltenyi, das Ganze auf einen Automaten gebracht. Und hier am Universitätsklinikum in Leipzig ist bei Uwe Platzbecker, bei Professor Platzbecker vor kurzem der erste Patient mit so einer KT-Zelltherapie behandelt worden. Und wir selber hatten am ITZI dann auch letztes Jahr mit Novartis zusammen dazu die Pressekonferenz, als nämlich Novartis dann das Ganze auch auf dem europäischen Markt, das sehen Sie auf der rechten Seite, das waren zwei Firmen, die Novartis und Kite, die dieses Medikament in USA in 2017 zugelassen bekommen haben und in 2018 dann hier in Europa für diese beiden Erkrankungen, also für diese akute lymphatische Leukämie mit diesem einen Typ und die Lymphome. Sie sehen aber auch den stolzen Preis. Der Preis liegt nämlich bei über 300.000 Euro, und das ist natürlich auch eine komplexe Sache für ein Gesundheitssystem. Auch davor darf man die Augen nicht zumachen. Und damit Sie mal sehen, wie sowas, wie so eine Herstellung, wie komplex so ein händisches System ist, habe ich Ihnen einen Film mitgebracht, wie wir das am Fraunhofer ITZI machen. Im Leipziger Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie wird derzeit eine spannende und innovative Krebstherapie hergestellt, die KT-Zelltherapie.
Dass man von einem Durchbruch in der Krebstherapie reden kann, ist durchaus gerechtfertigt. Dem erkrankten Patienten wird Blut und daraus ein Teil der weißen Blutkörperchen entnommen, und zwar die sogenannten T-Zellen. Sie kommen hier im Fraunhofer-Institut tiefgefroren in einem Cryoshipper an, bevor sie dann für die Behandlung mit der KT-Zelltechnologie vorbereitet werden. Im hochsterilen Reinraumbereich werden die weißen Blutkörperchen des Patienten aufgetaut und einer Zellwäsche unterzogen. In einer Zentrifuge werden verschiedene Lösungen zur Wäsche der weißen Blutkörperchen hinzugefügt. Am Ende steht eine erste Kontrolle mit dem Ergebnis, wie viele Zellen funktionsfähig erhalten geblieben sind. Dieser Schritt wird, wie alle nun folgenden, sehr präzise aufgeschrieben und dokumentiert. Es ist ein total tolles Gefühl zu wissen, dass man Menschen helfen kann. Darunter sind natürlich auch Patienten, die noch sehr jung sind. Und es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, Menschen Hoffnung zu geben, die die Hoffnung teilweise schon längst verloren hatten. An dieser Stelle muss einmal das entscheidende System der KT-Zelltechnologie erklärt werden. Einfach gesagt, die T-Zellen erkennen die Krebszellen normalerweise nicht und kämpfen auch somit nicht gegen sie an. Mithilfe der KT-Zelltechnologie werden sie nun auf Kampfmodus umgestellt. Wenn also so eine KT-Zelle praktisch an eine Tumorzelle bindet, wird sie aktiviert, frisst die Tumorzelle auf, geht zur nächsten Tumorzelle, macht das Gleiche wieder und so wird der Tumor eben unter Umständen komplett vernichtet. Die individuell aus dem Blut des Patienten gewonnenen T-Zellen werden im Labor gentechnisch so verändert, dass sie bestimmte Strukturen, sogenannte chimäre Antigenrezeptoren, auf ihrer Oberfläche bilden, mit denen sie krebsspezifische Oberflächenproteine erkennen können. Dazu schleusen speziell designte Viren das Erbgut für die Antigenrezeptoren in die T-Zellen ein. Eine Art Gentherapie außerhalb des Körpers. Diese gentechnische Veränderung wirkt wie eine Brille, die aus den blinden Immunzellen sehende, krebserkennende Immunzellen macht. Die Immunzellen des Patienten werden somit umprogrammiert und künstlich auf den Krebs abgerichtet. Sie heißen nun KT-Zellen. Das ist ein lebendes Arzneimittel, was also über lange Zeit seine Wirkung entfaltet. Und dadurch auch dafür sorgt, dass der Tumor, eben, wenn er einmal verschwunden ist, auch unter Umständen wiederkommt. Anschließend durchlaufen die so veränderten T-Zellen eine strenge Qualitätskontrolle. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des mehrwöchigen Aufenthaltes des Patientenblutes im Fraunhofer-Institut. Noch sind es aber zu wenige Zellen, weshalb sie mehrere Tage lang im Brutschrank vermehrt werden müssen. Wenn nach 10 Tagen werden die KT-Zellen geerntet. Erst wenn im Zellzählgerät, dem Durchflusszytometer, nachhaltig gute Werte ermittelt werden und auch bei allen weiteren Untersuchungen und Qualitätsprüfungen ein gutes Ergebnis steht, werden die individuell für den Patienten hergestellten KT-Zellen abgefüllt, tiefgefroren und wieder zurück zum Behandlungszentrum geschickt und dem Krebskranken nach einer vorbereiteten Chemotherapie zugeführt. Als erstes Mal ist es natürlich schön, als Arzt, wenn man eine Möglichkeit hat, Patienten zu behandeln, auch Erfolgsversprechen zu behandeln, denen man bisher nichts anbieten konnte. Wir haben solche Situationen in der Onkologie ja ab und zu. Es ist ja ein sehr innovatives Feld. In dem Ausmaß, wie wir das jetzt bei KT-Zellen haben, beim diffus-großzelligen Lymphom, ist das sehr, sehr selten. Und dass wir davon Teil sein können, das ist schon ein Privileg, Das begeistert alle, die daran teilhaben. Das ist bei uns in der Klinik auch so. Und ich denke, das ist natürlich das, was im Vordergrund steht. Die KT-Zelltherapie ist zentraler Bestandteil der Gentherapie-Pipeline, die transformative Innovation in Bereichen mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf erforscht und entwickelt. Ich glaube, man hat deutlich gesehen, wie aufwendig das auch ist. Ja. Und deswegen sind wir mit vielen Kollegen auch dabei, diesen Prozess einfacher zu machen. Sie haben gesehen, das ist ganz viel Schritt-bei-Schritt-Prozesse und wir arbeiten stark an der Automatisierung, aber auch einer Optimierung, Verkürzung, damit man das Ganze nämlich preiswerter gestalten kann. Und das ist eben eine Sache, dass wir mit der Firma Milteny und an Hinrich Abken, der in Regensburg eine Professur hat und von der Forschungsseite ein neues Format auch entwickelt hat. Und wir haben das quasi mit meiner Mannschaft dann auf eine automatische Plattform gebracht.
Inzwischen läuft die erste Studie dazu beim rezidivierenden Melanom. Da ist auch wieder, wird Leipzig jetzt auch gerade Studienzentrum. Bisher die ersten Patienten sind in Köln gelaufen. München ist noch Studienzentrum. Und die ähnliche oder mit demselben Format wird es auch nochmal jetzt eine Lymphomstudie geben, wo auch wieder Leipzig mit Uwe Platzbecker das Behandlungszentrum wird. Und da will ich Sie nur mal mit einem Bild, damit man das mal sich so ein bisschen vorstellen kann, wie so eine Herstellung dann läuft, so eine automatische. Ich glaube, man kann, auch wenn man gar nicht in der Forschung ist, erkennen auf dem linken Bild, dass das alles unheimlich gleichmäßig ist, ja. Dass man wirklich es schafft, wirklich reine, Sie sehen auch in dieser kleinen grünen Kugel, dass wir wirklich in der Lage sind, reine Zellen, reine KT-Zellen am Ende, diese grünen, zu generieren. Und es gibt Untergruppen, die der Mensch beide braucht. Die einen heißen 4, die anderen heißen 8. Und auch da sieht man, glaube ich, schön, dass wir beide gewinnen können. Und auf der rechten Seite ist nur angedeutet der Prozentsatz, wie gut wir eben, wie viel von diesen Zellen wir wirklich umwandeln können als lebende Krebszellen, wie mein Kollege Gernot Schmiedknecht vorhin so schön in dem Film gesagt hat. Und das sind so zwischen 20% und 40% der Zellen, also fast jede zweite. Und wir können das nicht nur mit diesen T-Zellen, sondern man kann das auch mit anderen Zellen machen. Wir haben in der Vergangenheit, wenn wir jetzt über Immunonkologie reden, habe ich Ihnen hier noch als letztes ein kurzes Beispiel mitgebracht, wo wir andere Immunzellen, die nennen sich natürliche Killerzellen oder auch abgekürzt NK-Zellen, die gewinnen wir auch wieder vom Spender, reinigen die auf unter Reinraumbedingungen, vermehren die und dann kriegt der Patient am Tag 3, 40 und 100 nach Stammzelltransplantation zusätzlich NK-Zellen. Und auch da ist es so, die Patienten, damals haben wir 25 behandelt, haben diese Therapie gut vertragen. Wir haben auch keine üble Reaktion gesehen. Das ist hier rechts das wichtigste klinische Bild. Mit zunehmender Dosis von diesen NK-Zellen haben wir keine Nebenwirkungen gesehen. Nur nach oben gehend, die rote Achse, wenn man das Produkt nicht sauber genug bekommen hat und wenn wir noch einen Anteil von Immunzellen drin hatten, die wir nicht haben wollten, dann haben wir schon Nebenwirkungen gesehen. Leider haben wir eben aber auch gesehen, was ich auch schon erwähnt habe, es ist halt sehr schwer immunologisch wirklich hochaggressive Tumore anzugreifen. Wir haben eine ganze Menge Mechanismen in der Forschung nachweisen können in diesen klinischen Studien, wie der Tumor sich eben wieder versteckelt vor dem Immunsystem. Und deswegen haben wir auch da angefangen, auf diese Immunzellen diese CARs zu basteln. Und das ist nochmal, um Ihnen zu verdeutlichen, dass das also auch mit anderen Immunzellen funktioniert. Und da habe ich Ihnen einen zweiten Film, einen Kurzfilm nochmal mitgebracht. Sie sehen auf der rechten Seite in grün, das ist wieder die Immunzelle, die jetzt scharf gemacht wurde gegenüber einer Krebszelle, in der Mitte die hässliche rote Krebszelle. Sie werden gleich sehen, wenn die Immunzelle die angreift. Und auf der linken Seite sehen Sie die Kontrolle, da ist jetzt in orange die Immunzelle, die eben nicht größer verändert wurde. Und da haben wir jetzt die Krebszelle blau gefärbt. Und Sie werden gleich im Film sehen, wie in hier dem Fall, die grüne wirklich anfängt anzugreifen, die wandert sogar ein und die Krebszelle platzt regelrecht. Ja? Man spricht im Fachjargon, die geht in die Apoptose. Also die ist in der Lage, die komplett zu zerstören. Und wenn man sich das auf der anderen Seite in der Kontrolle anguckt, die greift auch an, die weiß schon, das ist ein Feind, das ist eine Krebszelle, die muss ich angreifen, aber die greift an, die verausgabt sich regelrecht und diese blaue Zelle bleibt rund und stabil, die platzt eben nicht wie in dem anderen Fall. Das muss jetzt nicht im Körper genauso aussehen, aber eine gewisse Ähnlichkeit hat es schon. Ja? Und wir versuchen jetzt auch solche Assays zu entwickeln, um eben eine Vorhersage zu machen, was und welche Art von Immunzellen wirken bei welchen Patienten oder welchen Krebsarten am besten. Und damit möchte ich Ihnen das Ganze nochmal zusammenfassen, was ich Ihnen heute gezeigt habe, als Take-Home-Message.
Die Immunonkologie ist inzwischen eine etablierte vierte Säule in der Krebsmedizin geworden. Zwar erst als kurzes, seit kurzem, aber es ist so. Und Immunzellen zur personalisierten Therapie gegen Krebs sind ein ganz wichtiges Thema. Da kann man Hoffnung reinstecken, aber es ist auch noch viel Forschung und Entwicklungsaktivität, bis man das wirklich für die breite Masse an Krebserkrankungen anbieten kann. Ganz klar ist aber auch, dass die Stammzelltransplantation schon ein etabliertes Verfahren ist und weltweit genutzt wird und die wirklich erste erfolgreiche Zelltherapie überhaupt war. Und das wird schon fast überschattet durch die wirklich hervorragenden Ergebnisse mit diesen sogenannten KT-Zellen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die eben eine bestimmte Art von Leukämien und Lymphome zuverlässig deutlich besser als mit Chemotherapie und anderen Dingen vernichten kann. Leider gibt es noch überhaupt keine vergleichbaren Erfolge bei hochmalignen soliden Tumoren. Und damit bin ich am Ende, bedanke mich wie immer bei ganz vielen Mitarbeitern in den Kliniken und bei anderen Partnern und hoffe, dass wir recht bald bei der Harmonisierung und bei einem ganz großen Netzwerk für diese personalisierte Medizin ankommen. Und dann bin ich offen für Fragen von Ihrer Seite. Also Sie können auch gerne spezifische Fragen stellen, ich versuche die zu beantworten.